Frau Bundeskanzlerin, ich möchte auf das Thema Seenotrettung im Mittelmeer noch einmal zu sprechen kommen. Sie haben eben angemahnt, dass auch zivile Seenotretter die libyschen Hoheitsgewässer respektieren müssen. Dies vorausgesetzt, unterstützen Sie die Arbeit ziviler Seenotretter, gerade die Deutschen, beziehen sich ja unter anderem auch auf die Kap Anamur, die vor 40 Jahren vietnamesische Boat People rettete und damals vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht sehr massiv unterstützt wurde. Gilt Ihre Wertschätzung für die Arbeit ziviler Seenotretter in vergleichbarer Weise heute? Ich schätze die Arbeit ziviler Seenotretter selbstverständlich, aber wie Sie es schon gesagt haben, vorausgesetzt, dass auch die Rechtsordnung respektiert wird. Aber ich schätze sie ausdrücklich. Sie haben ja unglaublich vielen Menschen in der Vergangenheit das Leben gerettet. Und die Situation, die wir jetzt haben, über die haben wir ja erst gesprochen, dass Italien anmahnt, dass es nicht das einzige verantwortliche Land ist, mit der müssen wir uns jetzt politisch auseinandersetzen. Nachfrage, Sie haben im Bundestag erklärt, man müsse die libysche Küstenwache auch ihre Arbeit machen lassen. Nun gibt es auch aktuelle Berichte, dass zum Teil libysche Küstenwachpersonal daran beteiligt ist, Boote zu versenken. Flüchtlinge kommen ums Leben. Die libysche Regierung kontrolliert bestenfalls ein Viertel der Lager. Ist es in dieser Situation nicht notwendig, dass auch zivile Organisationen außerhalb der Hoheitsgewässer eigene Aktivitäten zur Seenotrettung mit deutscher Unterstützung weiterhin leisten? Außerhalb oder innerhalb? Außerhalb, nur außerhalb. Ja, nee, außerhalb habe ich mich ja geäußert. Es geht jetzt ja darum, der libysche Ministerpräsident hat es ja häufig gesagt, heute gerade wieder in einem Interview, er wünscht sich noch bessere Unterstützung bei der Ausbildung, er wünscht sich bessere Ausrüstung und wir setzen uns dafür ein und haben dafür auch finanzielle Unterstützung gegeben, dass möglichst die zurückgebracht werden, auch möglichst viele vom UNHCR und von der Internationalen Organisation für Migration betreut werden. Die libysche Regierung sagt dann zu Recht, wir erwarten von euch auch Unterstützung für die Menschen, die ständig in Libyen leben und nicht nur das Kümmern um Flüchtlinge. Auch das ist richtig, weil das natürlich etwas zu tun hat mit der Frage, ob es offene Lager oder offene Camps geben kann dort in Libyen. Wir plädieren dafür, dass das nicht geschlossene sind. Aber Libyen hat eben sehr, sehr viele Flüchtlinge, die noch gar nicht sozusagen die Ausreise gemacht haben und ist deshalb endet die Arbeit bei uns auch nicht bei Libyen. Aber ich unterstütze, ich kann es jetzt das dritte Mal sagen oder das vierte Mal, ich schätze dort, wo Menschen Menschen retten, entsprechend der Gesetzlichkeit die Dinge. Und ich weiß auch, dass die libysche Küstenwache noch weit mehr Unterstützung braucht. Und wenn uns solche Fälle bekannt werden, wie Sie sie geschildert haben, dann gehen wir dem nach. Denn wir übernehmen ja mit der Mission Sophia auch eine Verantwortung für die libysche Küstenwache in gewisser Weise. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I don't even know why.